Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Und ihr seid hier auf dem krassesten Rundum-Musik-Kanal, den es auf ganz YouTube gibt. Denn hier wird alles rund um Musik abgecheckt, analysiert, produziert und auch komprimiert und favorisiert. Ihr wisst Bescheid, denn ihr habt dann schon abonniert. Richtig. Wow, war das schlecht. Folgendes. Ich habe letzte Woche hab ich was von Dimash Kudaibergen angeschaut. Und ich war sowas von aus den Socken, was dieser junge Mann mit seiner Stimme machen kann. Das ist wirklich unglaublich, was der für eine Range hat. Geht über 6 Oktaven, wenn ich mich noch recht erinnere. Es ist unglaublich. Und da kamen so viele Kommentare, wirklich auch international von überall her. Russland, ich hatte welche aus Tschechien, Slowakei, Polen. Keine Ahnung, war von überall einiges da und auch Deutsche. Kommentare und Englische natürlich, die alle meinten, wow, der Song war schon krass so, aber check bitte nochmal den Song ab. Und den Song ist SOS, ja. Und ich habe mir das jetzt rausgesucht und habe mir gedacht, gut, dann mache ich das eben mal und höre mir mal von Dimash Kudaibergen, weil zu kommentieren gibt es da ja so, also ja, kommentieren vielleicht schon, aber zu analysieren gibt es ja gar nicht mal so viel, weil der Typ einfach nur krass ist, so. Aber ich wollte es mal sowieso hören und dachte, ich nehme euch da mal mit und teile das mit euch, falls ihr diesen jungen Mann noch nicht kennt und auf so eine Art von Gesang und Musik und Technik steht, dann checkt das auf jeden Fall mal ab. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Nummer das hier ist, aber wir gucken uns das einfach wirklich jetzt mal gemeinsam an. Link ist unten dann in der Beschreibung, wenn ihr das ohne Kommentare haben wollt natürlich, falls ich zu viel anhalten sollte. Das ist übrigens im chinesischen Fernsehen hat er einen riesen Durchbruch gehabt, deswegen nicht wundern. Der ist zwar aus Kasachstan, aber. Er singt Französisch, ja? Ganz kleiner Hinweis, falls ihr euch fragt, warum, was er da gerade aus seinem Ohr genommen hat. Das ist so ein In-Ear-Monitoring-Ring. Also Monitoring nennt man das Abhören der Musik oder von allem, also von dem Ton. Genauso warum der Monitor eben auch der Bildschirm gibt es auch auf der visuellen Ebene, aber in der Audio- oder auditiven Ebene nennt man das auch Monitoring. Und das gibt es in Form von Lautsprechern, die dann vorne auf der Bühne stehen. Hier in dem Fall hat er eben aber so ein In-Ear-Monitoring, also zwei speziell angepasste Kopfhörer, die er hier benutzt, die auch relativ viel von außen abschirmen. Man hört da kaum dann noch was von außen, aber dann eben sich selber besonders gut und die Musik, je nachdem, beim Soundcheck kann man das vorher alles abstimmen, was man da genau hören will. So, jetzt passiert aber manchmal Folgendes oder oft Folgendes, dass wenn man dann doch, man hat dieses Monitoring in beiden Ohren drin, man hört dann eben das Publikum nicht, sondern besser die Musik und das ist ja auch gut so, falls da irgendwie das mal überstimmt wird, dass man da trotzdem noch hört, wo man sich im Song gerade bewegt, tonal sowie auch rhythmisch. Ja, aber hier zieht er das jetzt eben mal kurz raus, weil ihn das irgendwie gestört hat. Also vielleicht war das dann irgendwas zu leise, seine Stimme zu leise vielleicht oder zu laut, so dass er sich selber dann irgendwie nicht mehr wohlfühlt und nicht genau weiß, wie er gerade singt vielleicht. Und deswegen hat er das hier rausgenommen. Hier, genau. Eine Seite hat er aber noch drin. Das heißt, er hat trotzdem noch das Feedback und ich bin mir sicher, bei so einem Event wie hier, wenn das so ein TV-Ding ist, dass er da auch vor sich auch die Monitoring-Speaker da noch stehen hat. So. Wow. Ich
What? Wahnsinn. Wow! Wahnsinn! J'ai toujours confondu la vie avec les contes dessinés. Je crois dans un pays, mais à ma force, je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Oh mein Gott, Alter. What? Wow, ich hab Gänsehaut überall. Was? Unglaublich. Oh mein Gott. Unglaublich. Unbelievable, Alter. Boah. Boah, da kriegst du Gänsehaut. Das klingt so, als ob das nicht mal Kopfstimme wäre, ne? Als ob er das aus der Brust singen würde. Also das ist... Was? Unglaublich, Leute. Ey, krass. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es ist unfassbar gut. Ich bin so dankbar, dass, weil das hat jemand von euch in die Kommentare geschrieben. Ich kannte den gar nicht, dass ich den unbedingt mal abchecken soll. Dimash Kuderberg, ey, boah, richtig heftig. Also ich werde mir auf jeden Fall noch einige Sachen von ihm reinfahren. Wenn ihr das auch sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr konntet auch ihn neu entdecken und neu kennenlernen. Falls euch sowas interessiert, er hat natürlich auch noch andere Nummern. Das habe ich schon gesehen. Aber das hier ist wohl ein Konzert, das man oder ein Auftritt, den man auf jeden Fall abgecheckt haben sollte. Ansonsten, Leute, lasst es mich gerne wissen, indem ihr abonniert und das Glöckchen anmacht. Abonnieren auf jeden Fall und ja, krass, Alter. Wow. Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Also er hat mir auch echt keine Lust mehr selber zu singen, ne? Leute, tschüss, bis zum nächsten Video.